Ich grüße euch, Freunde des Entitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin heute mit Cheryl unterwegs und ich spiele mit folgenden Perks: Seelenwächter, kalter Rückenschauer, Adrenalin und Beweise dich. Ich spiele mit Cheryl, weil die hat noch ein paar gute Opfergaben, die müssen verbraucht werden, denn die wird als nächstes prestigiert. Was ist das? Ist das ein Survivor oder ist das der Killer? Das ist der Killer, ist der Trickster. Mit seinem neuen Skin, deswegen habe ich den nicht erkannt. Ja. Ja, hallo Claudia, komm mal hier ran. Beweise dich dabei. Verfolgt die Claudia, dann gehen wir hier oben hin. An den Generator. Ah, du bist verletzt, soll ich dich heilen? Das ist eine Jun, ne? Jun Jin Lee. Ah, die sieht man auch immer seltener, habe ich das Gefühl. Obwohl die wirklich sehr schöne Kosmetik hat. So. Ah, Claudia geht an den Haken. Da hat er mich gesehen. Er lädt nach. Ich glaube nicht, dass er hier hochkommt. Doch. Spineshell schlägt aus. Jetzt nicht mehr. Jetzt schlägt es wieder aus. Ach, er steht da unten und wirft hoch. Deswegen schlägt Spineshell aus. Also kalter Rückenschauer. Claudia wurde gerettet, sehr gut. Dann gehen wir hier oben an den Gen. Oder ist hier hinten einer? Ja, hinten ist auch einer. Wir gehen lieber an den hier hinten dran. So. Weil wenn er da schon beim Saloon versucht hat, von unten hochzuschmeißen, dann wird er es bei dem Galgen definitiv tun. Und darauf habe ich keinen Bock, deswegen gehen wir erstmal hier hinten an den Gen. So. Ich sehe nichts Buntes hier rumlaufen. Was schon mal gut ist. Das ist auf jeden Fall gut, dass der Trickster ja hier so ein helles oder so ein farbenfrohes Outfit anhat. Kann man ihn vom Weiten schon sehr gut erkennen. Die Elodie wird gejagt, oder nicht? Nee, nicht mehr. Der Schnittwunden-Timer geht zurück auf Elodie. Bei mir ist alles easy hier, alles ruhig. Sehr schön. Entspannt einen Generator machen. Nice. Ich hoffe, die anderen sind auch fleißig an dem Gen, dran. Ja, genau. Generator. Dürfen uns nicht free gen. Die Jun wird gejagt und wow, gedownt. Das ging schnell. Zack, fertig. Hat er da den Keller hier in der Hütte? Nee, hat er nicht. Ist der hinten hingetragen? Wir gehen mal retten. Ja. Perfekt, noch ein Gen. Wunderbar. Jetzt retten wir. Willst du nicht geheilt werden? Okay, John, dann halt nicht. Hallo, Elodie. Mal uns geht er nicht nach. Perfekt. Ich denke mal, er will jetzt die John tunneln. Weil er hat jetzt schon ein paar Gens verloren tatsächlich. Und auch ziemlich zeitgleich. Ich denke mal, er hat jetzt Angst. Ne, er ist hier bei mir. Ach ne, gar nicht. Hier ist die Jun. Und
und kitet ihn hier, chased ihn an der Hütte. Ich glaube, wir müssen nochmal auf Totemsuche gehen. Der deppt die Generatoren nicht. Das riecht mir so nach Know-It. Ich meine, der muss ja mitgekriegt haben, dass ich hier am Generator sitze. Das hört man ja, wenn man da unten steht. Groupie. Okay. Ich leg's mal nicht drauf an. Mit Groupie, da habe ich auch ein bisschen Respekt vor tatsächlich. Das sollte man nicht unterschätzen. Ah, da hat er mich gesehen. Bringt dir nun nichts über Trickster. So, wir wollen retten gehen. Ah, da wird schon gerettet. Nice, 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 nice. Wir brauchen noch einen Gen. Aber ich will auch mal ein paar Totems suchen, weil, wie gesagt, das riecht mir hier sehr nach Know-It. Und eine Kiste nehme ich auch mit. Aber da sitzen die fleißig am Generator. Setzen wir uns jetzt mit dran. Durch Beweislicht geht es schneller. Nehmen wir noch einen gelben Sunny-Kasten mit. Guck erstmal hier nach dem Totem. Ist nicht da, okay. Hallo, Leute. Was geht ab? Ich hoffe, er hat keinen Node. So, da kickt Adrenalin rein. Ah, hat die Ausgangstore blockiert. Er hat also keinen Ausweg dabei. Hallo Trickster, ich sehe dich. Slackt der? Oh, der slackt. Oh. Ja, wieder Groupie, okay. So. Das nur nicht erwischen lassen von dem. Leichter gesagt als getan, wenn alle Paletten down sind hier. Zack. Und schon hat er mich durch Groupie erwischt. Deswegen habe ich gesagt, ich habe da eine Menge Respekt vor. Weil, wenn man nicht aufpasst, dann. Zack. Ist mal weg. Und da waren die ganzen Paletten an der Ecke auch schon weg, was natürlich auch nicht so gut war. Ansonsten hätte ich natürlich hinhalten können, bis das abgelaufen wäre. Aber so leider keine Chance. Okay, sie lässt sich sterben. Die beiden hinten heilen sich. Aber die gehen einfach raus. Ja, moin. Ach Leute, der hat doch kein Know-It. Das war nur Groupie, was mich erwischt hatte. Ach, Mensch, ey, wow, was für Teammates. Was für Mates, ey. Keine Fragen, Leute, keine Fragen. Wahnsinn. Da wurden wir mal wieder geopfert. Ich hoffe, es gibt doch mal wieder ein paar Videos, wo ich als Survivor entkommen kann. Black Pit wenigstens. Ja, was ist denn dabei? Hier, kein Ausweg, Uneinigkeit, Groupie und Barbecue und Chili. Ich habe sehr wenig Punkte gemacht tatsächlich. Ich hatte auch kaum Killer-Interaktionen. Schade eigentlich. Aber generell haben wir alle nicht so viele Punkte gemacht. Das sind die beiden, die rausgekommen sind. Und wenn man eher entkommt, kriegt man ja 5000 Punkte obendrauf. Und wenn man die 5000 Punkte hiervon abrechnet, dann haben die nicht mehr wie wir hier auch.
Also es war keine gute Runde, was die Punkte angeht. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann!